Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Andreas Tetzlaff und ich heiße Sie herzlich willkommen zum Thema Geldanlage neu denken. Ich bin seit langen Jahren für die DWS als regionaler Vertriebsdirektor unterwegs. Wenn mich allerdings Menschen fragen, was ich beruflich mache, antworte ich gerne, ich bin Dolmetscher. Ich dolmetsche ökonomische Sachverhalte so, dass man sie einfach nachvollziehen kann. Allerdings, und das ist mir wichtig, ich habe keinerlei hellseherische Fähigkeiten. Wenn ich wüsste, ob die Aktienkurse morgen steigen oder fallen, dann wäre ich Milliardär und heute mit Sicherheit nicht hier. Aber ich kann lesen und mich mit Finanzgeschichte beschäftigen. Besonders gerne nutze ich im Umgang mit Kunden passende Zitate. Eines meiner Lieblingszitate stammt von Bernhard Baruch, einem erfolgreichen Börsenmakler aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Es gibt tausende Möglichkeiten, Geld auszugeben, aber nur zwei, um Geld zu verdienen. Entweder wir arbeiten dafür oder das Geld arbeitet für uns. Viele Menschen entscheiden sich immer noch für die erste Variante und arbeiten für ihr Geld. Dabei wäre es sicher sinnvoll, auch das Geld für sich arbeiten zu lassen. Für diesen Zweck stehen uns ausreichend attraktive Anlagemöglichkeiten zur Verfügung. Neben Zinsen, die unter uns aktuell vom Aussterben bedroht scheinen, gibt es noch weitere Einnahme- und Renditequellen, wie beispielsweise Mieten oder auch Dividenden. Es kommt, auch hier wie fast immer im Leben, auf die richtige Mischung an. Aber jetzt wünsche ich Ihnen zunächst erst einmal viel Spaß mit unseren Gedanken zum Thema Geldanlage neu denken.